Ja! Ja! Sarah, guten Morgen! Guten Morgen! Aus dem Straul. Ja. Wunderschönen Straul. Genau. Heute geht es für uns Richtung Canin. Genau, Selenevea und dann auf den Cima Terra Rossa rauf. Genau. Schauen wir uns an, wie weit das geht. Das wird eigentlich ein Stück weit gehen, aber die alten Militärpfade sind nicht eurer, dann sind wir beieinander, weil sie auf der Kopfsteinseite sind. Das stimmt. Und jetzt waren wir eh schon ein paar Tage rund. Am ersten Tag waren wir da Glocken in der Gegend. Da ist aber leider die GoPro nicht gegangen. Jetzt hat man schon was gefilmt, da war der Akku gleich gegangen. Und ja, die anderen Tage wollten wir ein bisschen fahren. Und genau. Jetzt probieren wir ein bisschen was auf dann immer mit der Kamera. Auf alle Fälle, Wetter ist top. Also echt wolkenlos. Blauer Himmel, total schön. Warm ist es auch schon. So, wir fahren jetzt gleich bei Restaurant vorbei. Auf alle Fälle ist das beste Restaurant ever. Ich zeige euch das jetzt gleich. Gibt's alles. Und zwar. So. Da, wo der fette Grille ist. Das ist. Und zwar gibt es da die weltbesten gegrillten Hähnchen anscheinend. So, da. Jetzt verbricht uns Helen Höhe. Da sind wir immer nicht auf der. Jetzt zu etwas Geschichtlicher. Wenn ihr in Resiuta oder bei Resadoi oder in der Gegend seid, braucht euch nicht wundern, wenn die Namen so komische Flusskunden drin haben. Wir haben nämlich früher haben sie von all verschiedenen Ländern, Slowenisch, Kroatisch, Russisch, oder? Deutsch, ja. Wir mit Leuten reden Deutsch ein bisschen. Genau. Und hat uns gerade Einheimischer damals erzählt. Genau, die haben halt alles gemischt. Und von dem her rennt ihr total eigen. Und sind auch die Namen für die Orten so ganz eigen. Also nicht wundern. Ja. Das ist immer wieder Highlight. Das ist echt Wahnsinn. Mega. Die haben sich gescheit aus, oder? Das ist richtig geil. So, wir sind schon ziemlich weit herum. Man sieht voll geil ins Tal. Ich glaube, man es auf der GoPro nicht so gut erkennen, aber es sind alles so mega Galerien durch. Einfach geil. So, wir sind jetzt bei Selenevea, genau. Wir haben gerade entdeckt, dass wir zweimal draufpickt. Entweder wir haben es zweimal aus Versehen draufpickt oder irgendwer anderer. Und zwar einmal da und einmal da. Jawohl. Lustig. Wird halt besser, oder? Irgendwann bin ich überall oben. Ja. Irgendwann müssen Selenevea bei Instagram kleben. Genau. Und jetzt sind wir gleich mal um. Ja. Schmeidig auch von da, oder? Sehr schnell. Und ganz ein loser Schotter. Und teilweise echt groß. Dann schwitzen da. So, da jetzt sind wir am Aufstieg. Dann dreht zwar das Wetter ein bisschen um. Jetzt habe ich auch gesagt. Aber zieht eher da hinten um. Hoffen wir halt einmal das Beste. Jetzt müssen wir da umdrehen. Der Aufstieg ist recht cool. Geht eigentlich die ganze Zeit auf so einer alten Pionieranlage von Ersten Weltkrieg auf und ist zu einem ganz netten Trail mutiert. Und da sollte es jetzt raufgehen vom ganzen Zeug her. Ganz viel lassen ist da wieder gut echt nicht. Es reißt ein bisschen auf wieder, was ganz gut ist. Und das Gute ist, man hat auch darum Internet, jetzt haben wir ein bisschen Rennrad angeschaut, weil in dem Berg möchte ich jetzt auch nicht unbedingt beim Wetter drin hängen. Ja, unser Weg dafür
steinig, aber schwer. Naja, schwer nicht wirklich, aber es zieht sich. Ja. So. Bis jetzt schaut noch alles super fahrbar aus für uns einmal. Ich meine, wenn einer technisch richtig gut ist, dann lacht er drüber sowieso. Und jetzt kommt so eine Passage. Ich überlege, ob wir es machen oder nicht. Aber die geben wir jetzt noch. Die werde ich dafür uns zum Antragen oder zum Tricks ein bisschen. Und noch vorne schauen wir, wie es weitergeht. Damit eh nichts ist, dann machen wir Schicht im Schacht. Also das Ganze da erinnert mich ein bisschen so an die Seealpen, ja, wo wir letztes Jahr waren, in die Wicke. Und da war es auch dann teilweise über die Straßen stark verfallen. Was aber ganz cool ist, dass die Drehs dann einfach ein bisschen knackiger werden und nicht nur solche Murmelbahnen. Aber es ist dann schon zum Tricks. Ne? Und aussichtsmäßig eine Wucht auf dem Kanin, dann geht wieder der Trello und ja, die Abfahrt geht eigentlich bis euch auf 600 Höhenmeter am Stück. Habe ich schon lange auf dem Schirm gehabt, die. Das ist aber schwer, wo macht man es und man weiß halt von anderen Abfahrten das gehen und dann will man halt auch nicht immer die Zeit opfern für etwas Neues. Aber irgendwann haben wir gesagt, jetzt machen wir es und ja, bis jetzt ist echt noch ein Stück dabei, was eigentlich gar nicht geht für mich. Und der Rest schaut richtig nach einer guten Partie aus. Also was da innerhalb von den Binken, also wo das Binken drinsteckt, besser gesagt, sind die neuen Schurken von der Wicke. Das sind die, das sind unsere VD, was wir dabei haben. Das erste Mal auch. Und genau, das sind die Einweihungstour. Warte aber immer, hier waren wir her in die Linsen. Also echt coole Schuhe und haben auch ein cooles Swing zum Gehen. Wir gehen jetzt mit Klicks. Super Sache. Sehr atmungsaktiv und für schmale Füße optimal. Genau. Mega, also die passen echt super. Und ich habe es halt das erste Mal an. Normal sind die Schuhe richtig steif. Aber ich habe es halt echt locker und jetzt auch fest zu. Also sie sind echt super zum Eigen. Also null Beschwerden. Beim Treten haben wir die Schuhe generell lockerer, weil es feiner ist. Bei Ihnen auf Treten bei Lange Uphills. Ich glaube, ein Gehen und Eng, dass sie einen guten Halt haben. Mein Downhill auch. Keine Frage. Und deswegen mag ich die Schuhe eigentlich ganz gern, weil steif sind sie gut. Und Klick hin oder her. Also, wenn wir Flat haben, fahren Nachteile genauso wie die Klicks. Vielleicht eine reine Gewohnheitssache. So, und weiter geht's. Jetzt sind wir auf 2150. Und wir haben schon ein paar Mal jetzt gedacht, naja, ob das noch geht oder so, weil es schaut echt verblockt aus. Weil das schaut einfach ohne Weg aus. Aber nein, geht wirklich super noch. Und die ganzen Wanderer feiern uns richtig. Also, die haben uns aufpusht und gratuliert und alles. Wahrscheinlich haben wir auch schon mit beim Giro d'Italia unsere pinken Socken, die wirklich nicht mehr haben. Und jetzt meine ich, es ist eine Etappe jetzt neu, aber mein. Ja. Und ja. Jetzt sind wir echt gespannt, wie weit wir da noch kommen. So geht es jetzt echt gut. Stapel haben wir auch schon gesehen. Murmelt die auch. Also ist quasi ein Ausflug in den Zoo da rauf. Wir haben es bald geschafft. Ja. Es war halt echt ewig, ewig lang. Hat sich total gezogen, aber richtig geil. Wir haben so viel Stapel gesehen. Warten mal, 20 sicher, aber einen Haufen. Das ist echt krass. Ihnen geht's gut da. Letzten paar Meter. Mega Bahnhof ist da mal. Richtig geil. Und ein mega Trail. Wow, und jetzt geht's wieder Wind. Thank you.
Ja. Weil jetzt auch noch alles dazugekommen, hat sich mein Glied auch noch gelöst. Ja, oder? Jetzt habe ich mir gewünscht, das Blatt ist dann gelöst, aber nein. Da oben war wir. Aber es ist einfach gegangen, also ich habe kniend da oben gefallen müssen. Jetzt haben wir da ein bisschen Schutz. Kronkorken sicher. Ja. Bei Tag macht man Schuhe und Nacht macht man Sekt auf. Genau. Solange man Unterschrauben ist noch alles gut. Ich habe Ersatzschrauben auch mit 4 Stück, also bei Klicks habe ich das Ganze, die ganzen habe ich komplett mit. Weil man weiß ja nie, wenn man es verliert. Mhm. Das ist natürlich beim Flat der Vorteil, aber wenn man es beim Klick habe ich immer wieder. Ich habe es einmal verloren, nicht mitgehabt. Sehr gut. Man lernt nie aus. Nein. Das wäre jetzt in Zukunft auch da. Also, wer es auch noch nicht hat, vielleicht ist es schlecht. Wir waren beim Refugio, da sind wir beim Refugio-Platz. Das ist eigentlich ein Dreh, das oberste. Und da geht es hier, muss ich auf meine Kost schauen, noch über 1000 Höhenmeter Drehlöcher. Aber einen Zug haben wir gebraucht, die Abfahrt war geil. Ja, war echt cool. Und auch schwer. Und viel staubig. Also ich bin nie in einem Trail stehen geblieben wegen staubig. Das ist echt der Wahnsinn, ja. Ja. Wirklich auf dem Mitnehmen drehen. Ja. Gut. Dann kommen wir noch zwei. Zwischenstopp gemacht und haben gedacht, da muss was sein. Auf alle Fälle geht es so auf und es gibt es nicht. Es ist einfach wie in einem, ja, keine Ahnung, ja, was man dazu sagen soll. Komm mal leben. Und jetzt könnt ihr euch jetzt vorstellen, was wir jetzt da werden. Eine Hupfer. Logisch. Das kann man sich nicht denken. Oder? Ja, also ein krasser Wasserfall da oben. So. Noch ein Balkan.
die Wicke noch ein bisschen was aufgeschaut, denke hier ist eine Pforte. Ich habe mir jetzt die GoPro geschnappt und meine Hauptlampen. Wir machen jetzt auf dem Weg zu einem Lost Place. Da sind nämlich über 180 Militäranlagen da unten aus dem Kalten Krieg bis zum Kalten Krieg. Und das ist jetzt einer davon und da kann man noch die Einheimischen fragen und so und die Lokalitäten. Und da kommt man dann zu Anlagen hin, die sind echt ganz krass und versteckt. Und da ist jetzt eine von hier aus der Pforte. Genau. Schau mal, der Brunnen. Und für uns geht es jetzt dann eigentlich, wenn man sieht, da euch. So. Es ist meistens schon die Hürde bei den ganzen Anlagen, wenn wir durchkommen. Also Bauchen ziehen und so. Und jetzt geht's los. Teilweise sind die richtig krass ausgebaut vom Kalten Krieg, also mit so Pumpanlagen etc. Und teilweise. Bin ich da so. Also ihr seht, es ist da drin, oh, recht kalt. Jetzt sind wir da drin, ne? Und es sind echt Mörderanlagen teilweise. Genau. So. Jetzt da mal schauen. Schön mal Schießschatten. Gut, jetzt war es zugemauert. Der ist komplett entmilitarisiert. Jetzt gehen wir da durch. So, recht crazy das Ganze, was da ist. Und die Anlagen sind richtig kalt. Also Bier in Grill und Weinlager und Kummer da. Viel mehr auch nicht. Immer wissen, wo man da lang geht und so. Und sogar noch Wasser. Das ist eine lange Zeit. Ist entmilitarisiert. Ja, da geht's auch für so Schürzschatten. Schauen wir, wo man läuft. Und wir sparen mal diese Aufstiege, weil wir sind echt krass hintermauert und konstruiert und diese Übermauerungen. Echt nicht weiß, was da oben noch so hebt oder nicht hebt vom Steinerwerk. Aber es ist wirklich ein großes Teil. Ich schaue das nur bei denen, dass er halt entmilitarisiert ist. Aber da ist einmal schon ein bisschen ausgegangen. Sieht man, da strömt so richtig warm her. Genau, da wachsen ewige Teile her. Und ich laufe fast auf die ganzen Sachen. Da kommt man wieder raus. So, Schock. Hoffentlich gibt es alles noch. Ja. Genau. Wir schauen mal zurück, dass die Teile übergegangen sind. Also meistens sind immer so aufgebaut, ich habe mich ein bisschen beschäftigt mit der Materie, mich interessiert es wegen einem Mountainbiker. Wenn man dann relativ gut Straßen finden und so Anlagen finden, das ist auch ganz cool.
Wie gesagt, wir sind jetzt erzählen im Frial da unten. Vielleicht mache ich auch ein bisschen mit Ausstattung. Da gibt es genug, sind komplett ausgestattet. Jetzt sind wir in den Quergang wieder hinten mit Munition. Echt ewige Hand sind da vorne natürlich leider zugemauert. Und ein bisschen rissig da schon. So eben so jetzt. Ja. Wenn mir das da rissiert leider. Gut. Unbedingt da so Militärhosen anziehen und Schuhe halt. Auch so viel aufstehen. Und ich habe ja auch schon Schlangen gehabt und echt Viecher und alles. Aber meistens mache ich das ein bisschen auf eigene Regie und merke mich so nach einer gewissen Zeit. Das ist echt total sinnig. Also das ist echt groß. Und ich muss aber denken, ich bin einmal mit der Hand rausgeschlagen worden in Felsen. Und das krasseste dann ausbetoniert. Und das von Gui Nizza und geht bis Rijeka, dieses Alpenwallprojekt, Grenzen zu Italien, gegen einen Stolpakt eigentlich von dem Dritten Reich, was er gehabt hat mit dem Adolf Hitler. Und ja, hat dann alles das gebaut, eigentlich unvorstellbar, was so ein Krieg alles vorgezogen hat. Und da geht es jetzt rauf. Das kannst du alles sehen, was da schon ist mit dem Schädel. He? Da kalkt es komplett rein, also richtig. Richtig coole Aufnahme. Gerade da zusammen. Das Teil ist richtig, richtig hoch. Das ist also zweistöckig. Und das ist also ewig verzwackt, nur mal dumm da. Zur Schießscharten. Ja. Gerade im Bereich aus Sterzing, Gossensaß sind voll viel. Ja, das deckt sich ganz gut. Aufnahme von dem G und so, wirklich krass. Die Frage, ich glaube, das war der mittlere Gang. Und der Gang. Wachs. Nur mehr Aufstieg. Also, wenn das Video jetzt schon Livestream war, dann kommt mir vielleicht irgendwer sagen, wo jetzt wieder wegkommen. Da ist schon gleich bin ich rausgestiefelt. Ist halt leider was am Mauer, wenn ich nicht bemannt. Ah, bemannt, das sag ich schon. So Teil ausgestattet ist. Wie gesagt, ich mach genau, wenn es mir die Zeit erlaubt, da unten. Ich bin nicht wegen einem Radl gefahren, nicht wegen dieser Bummerlung. Und zum Teil sind sie gespart und verboten. So, wie viel da? Schaut es mir da aus. Jetzt müssen wir wieder da rausschleifen mit euch, dass wir dann zum Mittagessen kommen. Boah, da geht's zu. Ja. Und da ist echt schwul da drin bei der Welle. Also, das ist das auch. So, that's it. Da draußen ist das Teil so eigentlich total unscheinbar. Alles in Stahl gelegt und so. Wenn man meint, drin ist es eigentlich Ewigkeiten. Dabei sind es nur ein paar Meter, was man da geht. Aber so, das war bald mal lang mal gekugelt. Aber ja. Und das Crazyste ist, man, da drin hat kein Handyempfang, also soll es ja ungefähr passen, was du so treibst. Weil, ja, also gescheit ist das echt zu zweit machen. Aber es ist schon gescheit. Es schaut das von draußen, also ich komplett eingewachsen. Genau. Da vorne ist ein Schick im Auto. Das passt dann eigentlich schon. Wie gesagt, jetzt gibt da noch eine ganze Litanei an Anlagen. Vielleicht grabe ich einen aus mit der Wiki noch mit Ausstattung und seht, wie das mit Dingen ausschaut. Und ja. Das ist ein bisschen so ein anderer Teil.
Da vorne hat er nichts Besseres, dann wieder Rolde Kunkan langlaufen. Naja, was Besseres da. Das ist ja ganz lustig und Brainstorm ist das nicht. Und ja, so ist das. Die Wicke gerade auch schon aus dem Auto. Ganz bedacht, verzeih. 1000 Tote gestorben, weil ich da war. Ja, ja. Dann werde ich Zeit stoppen. Nicht Zeit stoppen, das ist ja wichtiger. Ich habe immer so Angst, dass irgendwas passiert im Buch, ja. Und dann, ja, muss ich da rein. Ne? Na, wie gesagt, es ist recht kühl, also es könnte sein, dass Bier drin ist. Nein, ich habe echt schon Sachen erlebt, also dass er Leute drin gewohnt haben, in Anführungszeichen, aber halt Sachen drin gehabt haben und so. Ja. Gut! Draußen ist gefühlt so eine kleine Sauna gegen drin jetzt. Mal überlegen, ist so teile Schlaffe im Sommer. Nein. Passt. Jetzt werden wir irgendwas essen gehen, Richtung Ponteva. Und ja, das war es von Tag, ein bisschen anderes Ende. Ich in Teil Militär, ich in Teil Flipflops. Und ich und dann mit beide gleich. Genau. Passt. Cool, dass ihr dabei wart. Zum 3 Server echt eine coole Sache, gerade vom Gipfelacher, teilweise mega ausgesetzt, aber echt cool. Wir haben echt viel fahren können, ich sage mal pauschal 95%. Ja, ist aber technisch. Ist aber echt technisch. Wenn man eine gute schafft er sicher noch mehr. Weil gerade die Spitzchen sind kritisch, der Rest ist super flow gewesen. Ja. Unten außer was natürlich ein Wahnsinn, das ist offen. Ja, so Special Place und so. Und war lang auf. Es gibt noch einige in der Gegend, wir haben da schon ein bisschen was gemacht. Ich werde euch da beschreiben, was noch so los ist und möglich ist. Vor allem aufpassen mit der Querung, ich werde die Querung auch online nehmen. Es gibt eine Querung durch so eine Valle Bianca, also da muss es echt fit sein. Die ist so wie der Monte Flop Extreme Style. Die dauert 50 Stunden, ist natürlich krass und eindrucksvoll, aber halt, wie gesagt, aufpassen. Das wird jetzt da nicht jeder Mann, das geht so leicht. Stapik war ein Haufen, es war wie gesagt der einzige Trail, wo ich echt gemeint habe, ich fahre Stapik, oder? Crazy. Ich muss echt noch nachdenken, wann Haufen. Ja, das war's. Dann gehen wir jetzt was essen. Gehen wir essen. Daumen nach oben bitte, da uns klein. Passt. Und, ja. Danke, und da, ciao. Ja. Also nicht an, ist noch nicht. Ich hab Hunger. Passt. Für euch, ciao.